Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, wir haben heute den 29.09.2022 und ich glaube, ich sollte euch eine Geschichte erzählen. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal nur dem Leo noch ein Leckerli geben. Wisst ihr, so in gewissen Abständen kann man doch mal verwöhnen. Vor allem, wenn ich jetzt nicht ein Leckerli gebe, dann klopft der mir die ganze Zeit während dem Video. Tja, da ist es drin. Gut, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von ausbrechenden Hunden. Ja, also bei uns ist es gerade so, dass Stand heute, glaube ich, vor 6 Wochen, hat was ganz Blödes angefangen. Und zwar war es so, dass wir ins, also ich, Mom und ich, wir sind ins Bett gegangen. Es war ruhig, alles war schön. Papa ist auch zu Bett gegangen, hat den Hund in den Garten rausgelassen. Und dann irgendwann so um, weiß nicht, so am frühen Morgen muss es gewesen sein, ist mein Vater im Garten und hat meine Mutter angerufen und dann hat das Telefon geklingelt bei uns oben. Also, und dann hieß es, der Hund ist verschwunden. Also er wüsste jetzt nicht, wo der Hund sei. Und dann haben meine Mom und ich halt, also da war dann selbst ich so erstmal so, habe mich dann zwar nochmal umgedreht, weil ich echt müde war. Aber okay, und dann war der Hund halt erstmal verschwunden. War soweit so doof, aber okay, dann hat man halt das halt so hingenommen und hat sich so gedacht, hat es. Das ist fette Schande an meiner Wand. Ich muss mal ganz kurz entschuldigt. Ja, auf jeden Fall, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich zuletzt war, aber auf jeden Fall war dann der Hund verschwunden. Und ist dann aber witzigerweise als mein Vater dann zur Vordertür raus ist, um ihn zu suchen, ist der Hund dann direkt angelaufen gekommen und hat sich da, als ob nichts wäre, einfach so wieder so, hallo, ich bin wieder da. Ja, dann am nächsten Abend selbe Geschichte. Er ist wieder abgehauen, kam am nächsten Morgen und so weiter. Dann, also die Geschichte hat sich dann erstmal 4-mal wiederholt. So, also wirklich so 4 Tage hintereinander ist er abgehauen, am nächsten Morgen wieder aufgetaucht. Und meine Mutter hat wirklich schon zauntechnisch alles probiert. Sie hat da, also wirklich, sie hat immer jeden Tag gesucht, wo könnte er jetzt abgehauen sein und wo ist er jetzt genau abgehauen. Und dann hat sie jeden Tag diese Löcher versucht zu stopfen irgendwie. Und also bei uns sah es wirklich schon aus wie auf dem Krümpelplatz teilweise, um den Hund dran zu hindern abzuhauen. Und dann hatte meine Mutter es endlich geschafft und hat sozusagen das Gefühl gehabt, jetzt ist alles dicht. Und dann sind wir wieder alle zu Bett gegangen und dann so um 3 Uhr morgens, also wirklich 3 Uhr morgens, das war so, höre ich plötzlich so ein Winseln, so ein richtig lautes Jaulen, Aufjaulen und denken, dann habe ich so zu meiner Mama, bin ich zu meiner Mom und habe so gesagt, Mom, was war das? Und dann meine Mom so, als ob ich es auch gehört hätte, dann ist sie auf jeden Fall Morgenmantel, ist sie losgelaufen, hat geguckt und hat so, also ist im Garten runter, hat geschaut und wollte halt schauen, was da los ist. Jetzt ist unser Hund, ist er jetzt zwischen Zaun und so einem kleinen Füllstück von Hecke gehangen und auf der einen Seite mit dem Kopf bei uns und auf der anderen Seite mit dem Kopf bei unseren mit den Beinen bei unseren Nachbarn und ich glaube andersrum, ich weiß es nicht. Und mein Vater hat auch schon verzweifelt versucht, ihn da zu befreien und dann haben sie, glaube ich, 2 Stunden oder 1 bis 2 Stunden haben sie gebraucht, um diesen Hund da befördern. Da ist meine Mutter auf jeden Fall total genervt gewesen. Hat sie gesagt, so kann es nicht weitergehen und wir müssen da jetzt einen Zaunbauer finden und der Hund, der muss so lange jetzt halt erstmal in Urlaub
Und dann ist er dann auch, ja, und dann war es dann auch so, dass sie den Urlaub gebucht hatte. Und dann war es aber so, dass der erst am Wochenende war und wir hatten erst Mittwoch. Und es hieß nochmal mindestens so 2, 3 Tage, wo man echt. Ja, dann war es auf jeden Fall so, dass, ich glaube, 2 Tage. Nee, meine Mutter hat dann schon mal angebracht die Idee, aber es war noch nicht so gebucht und sie hat aber schon mal Anfrage gestartet und so weiter. Und dann war es so, dass sie, entschuldigt, ich habe da so voll die fies verkantete Locke, die tut weh. Ja, auf jeden Fall hat sie dann angefangen, ja, nochmal Zaunlöcher zu stopfen, noch mehr. Und dann haben wir wirklich so das Gefühl gehabt, jetzt ist dicht, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann kam an dem Abend wirklich so der Anruf von der Nachbarin, ihr habt doch zufälligerweise einen schwarzen Hund. Könnte sein, dass euer Hund da gerade bei uns vorbeigestiefelt gekommen ist. Jetzt ist er irgendwie er sei, sie hätten ihn irgendwo aufkommen hören und er hätte also beim Aufkommen hätte er gejault und das vielleicht hätte er Schmerzen und ja, jetzt musste meine Mutter den Hund beim Nachbarn abholen und ja, dann hat sie endgültig gereicht, dann ist der Hund dann auch zum Urlaub gekommen. Meine Mom hat wirklich, ich glaube, so 4, 5 Tage jeden Zaunbauer angerufen, aber ja, was wir nicht wussten, war, dass ausgerechnet zu dem Zeitpunkt Handwerkerferien waren und ja, es war nicht sehr praktisch. Und ja, da hat sie auf jeden Fall hat sie dann auch jemanden erreicht, der hat dann auch den Zaun repariert, sieht wirklich gut aus und alles. Und dann war tatsächlich, als Tassi dann wieder nach Hause gekommen ist, erstmal 3, 4 Tage Ruhe. Da haben wir wirklich alle so friedlich geschlafen und dann war es wirklich toll. Und dann am 5. Tag ist er wieder abgehauen. Und dann am 6. Tag war es dann so, dass es so ganz doll bei uns geregnet hat und alles. Und es hat wirklich übelst das Unwetter gehabt. Und dann haben wir aber Klappern gehört, wie wenn er aufs Dach gesprungen wäre, also das Vordach von unserer Garage. Und also jetzt haben wir die Theorie, dass er irgendwo einen Baum hat. Also keiner von uns weiß genau, wo oder was er dann nimmt, aber auf jeden Fall hat er irgendwo was, wo er dann so drüber springt. Und dass er dann da eben drauf springt und dass er dann von dort auf das Dach vielleicht vom Vordach von den Garagen vom Nachbarn springt und von dort aus dann schlawenzeln geht. Tja. Auf jeden Fall, es ist total anstrengend und nervend und meine Mom kann schon gar nicht mehr hören und ja, dann war sie mit dem Hund dann dazwischen auch mal beim Arzt und hat gucken lassen, ob er vielleicht irgendwas hat, sowas wie dass da einfach mal ein Status und so von oben bis unten mal kontrollieren. Dabei ist nur rausgekommen, dass er echt fiese Arthritis hat und die Ärztin hat gesagt, sie kann sich's nicht erklären, wie dieser Hund überhaupt irgendwie abhauen kann oder sogar laufen, weil das sei. Also dem sei Arthritis sei schon so fortgeschritten, dass das sei verwunderlich. Ja, und dann gibt es jetzt gerade, jetzt heute hat er, genau heute, wir haben wir eine neue Be Kur bekommen, also Behandlung begonnen, wo wir jetzt echt sehr viel drauf hoffen, weil die ist jetzt gegen die Schmerzen und wenn es vielleicht, wenn wir Glück haben, ist er abgehauen wegen Schmerzen, aber. Das ist so meine Mutter, ihre Hoffnung. Ich für meinen Teil, ich glaube ja nicht, dass er aus Schmerzen abhauen würde, so auf diese Art. Ich denke, der hat vor irgendwas ganz doll Angst, aber man darf mich jetzt auch nicht fragen, vor was, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie jetzt was wüsste, was sonst keiner weiß. Aber selbst ich nichts weiter. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt halt gucken, was wir machen und weiter probieren. Ich habe jetzt gestern beim Fressen ab so einen Stecker gekauft mit ätherischen Ölen, die beruhigend auf Tiere wirken sollen, auf alle Arten von Tieren. Hab bloß eben halt dabei nicht gedacht.
darauf geachtet, dass der Stecker rund ist und dass es nur so ein Nachfüllpäckchen ist. Und ja, ist ein bisschen doof gelaufen, aber sobald ich diesen Adapter habe, müsste es dann eigentlich funktionieren. Ja, gut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr noch Ideen habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.